Im letzten Jahr hat Dammann seine neuen Anhängespritzen der Profi-Class vorgestellt. Wir konnten im Frühjahr ein Modell mit dem neuen Rührwerk, der neuen Einspülschleuse und der neuen LED-Einzeldüsenbeleuchtung testen. Eine Aufsteckpumpe an der Zapfwelle sorgt für den hydraulischen Antrieb der Doppelpumpe von Annovi und Reverberi mit einer Förderleistung von 320 Litern pro Minute. Dank des 3 Zoll Sauganschlusses und dem serienmäßigen Injektor haben wir eine Füllleistung von sehr guten 800 Litern pro Minute gemessen. Ganz neu gestaltet hat Dammann die kreisrunde Einspülschleuse. Die Düsen zur Randbefeuchtung versetzen die Flüssigkeit in eine Drehbewegung und zusammen mit der leistungsfähigen Stoßdüse ist damit das Einspülen flüssiger und fester Mittel ein Kinderspiel. Da die Kanisterspüldüse auch ohne aufgesetzten Kanister funktioniert, kann man die Schleuse damit reinigen, aber auch eine unfreiwillige Brühedusche nehmen. Ebenso würden wir uns wünschen, dass man beim Ein- und Ausschwenken der Schleuse nicht so beherzt zufassen muss. Umso leichtgängiger sind dafür die beiden Mehrwegeventile. Auch beim Rührwerk hat sich Dammann etwas ganz Neues einfallen lassen. Mittig am Behälterboden gibt es ein Rohr mit 12 Injektorrührdüsen. Dieses wird durch die Behälterwand hindurch von außen mit einem Elektromotor bewegt und dient gleichzeitig der Tankinnenreinigung. Komplettiert wird die Ausstattung mit einem Hochdruckreiniger. Ideal für die Außenreinigung, zum Beispiel, wenn man die Schleppschlauchverbände montieren möchte. Hat man den Plan zur Hand, welche Einheit wohin kommt, ist dies schnell gemacht, da die Bajonettkappen bei der neuen Gestängeform von hinten viel besser zugänglich sind als früher. Bei dem 5000-Liter-Behälter müssen Sie schon die richtige Bereifung montiert haben, um die zulässige Achslast nicht zu überschreiten, wenn Sie auf der Straße unterwegs sind. Dank serienmäßigem Dämpfer an der Deichsel war das Fahrverhalten aber auch ohne Achsfederung prima. Unser 24-Meter-Gestänge war zweiteilig geklappt. Ab 36 Meter Arbeitsbreite bekommt man heute aber auch die kompaktere Dreifachklappung, um keinen Überstand nach vorne zum Schlepper zu haben. Bedienen kann man die Klappung jetzt übrigens auch am Joystick. Eine feine Sache ist auch die automatische Höhenführung mit Ultraschallsensoren, das sogenannte Distance Control. Für die Bedienung hatten wir neben dem Joystick das große MC1-Terminal von Müller Elektronik. Hier ist nicht nur die Einstellung der Spritze sehr einfach möglich, sondern auch Zusatzausstattungen, wie zum Beispiel die GPS-gestützte Teilbreitenschaltung, lassen sich problemlos integrieren. Dank strafferer Dämpfer, die Dammann nachgerüstet hat, war die Gestängeführung mit der Zentralpendelaufhängung prima. Genauso die pneumatische Düsenschaltung, die einen Wechsel der Düsengröße per Knopfdruck ermöglicht. Die Deichsellenkung der Anhängespritze wird über ein am Schlepper montiertes Gyroskop gesteuert. Durch einen integrierten Neigungssensor ist damit auch am Hang sehr einfach ein In-Spur-Fahren möglich. Ein echtes Highlight der Profi-Class wird erst mit Einbruch der Dunkelheit sichtbar. Die LED-Einzeldüsenbeleuchtung. Dazu sitzt an jedem Düsenträger eine LED, die den Spritzfächer sichtbar macht. Damit sind Unregelmäßigkeiten auch bei Dunkelheit für den Fahrer direkt zu erkennen. Zusammen mit der GPS-Schaltung wird die Nachtarbeit damit nicht nur komfortabler, sondern häufig auch viel genauer. Wie beeindruckend das System funktioniert, wird bei der Schaltung der Teilbreiten deutlich. Obwohl die LEDs weiterleuchten, werden sie beim Abschalten der Düsen nahezu unsichtbar. Genial!